Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal schauen wir uns die verschiedenen Ausprägungen der sogenannten Auftragseindringtiefe an. Und zwar ist die Auftragseindringtiefe, auf Englisch auch Order Penetration Point oder OPP, definiert als der Punkt, der die Produktionskette in prognosegetriebene Produktion einerseits und auftragsgetriebene Produktion andererseits aufteilt. Und die verschiedenen Formen schauen wir uns jetzt mal genauer an. Als erstes haben wir die sogenannte Lagerproduktion oder auf Englisch auch Make to Stock. Stock heißt Lager. Hierbei werden sowohl Beschaffung, Fertigung als auch Montage auf Basis von Prognosen ausgelöst. Und der OPP liegt also im Prinzip ganz außerhalb der Produktionskette, ganz rechts. Und eingehende Aufträge werden direkt aus dem Lager bedient. Diese Art der Produktion bietet sich an, wenn standardisierte Erzeugnisse in Massenproduktion gefertigt werden, zum Beispiel Schrauben oder Zündkerzen. Die nächste Ausprägung der Auftragseindringtiefe ist die Auftragsmontage, auf Englisch Assemble to Order. Und hierbei werden Beschaffung und Fertigung auf Basis von Prognosen ausgelöst und die eigentliche Montage erfolgt dann erst auf Basis von Aufträgen. Damit ist der OPP zwischen Fertigung und Montage. Und in der Praxis bietet sich diese Mischform für viele Erzeugnisse an. Zum Beispiel werden in der Automotive-Branche viele Teile prognosebasiert gefertigt und dann auf Basis der Kundenaufträge in der jeweils gewünschten Ausstattung montiert. Als dritte Ausprägungsform schauen wir uns jetzt die Auftragsfertigung an, auf Englisch Make to Order. Hierbei werden nur die Beschaffung der Rohstoffe auf Basis von Prognosen ausgelöst. Fertigung und Montage dagegen werden auf Basis von Kundenaufträgen ausgelöst. Damit ist der OPP zwischen Beschaffung und Fertigung angesiedelt und ein typisches Szenario, in der die Auftragsfertigung Sinn macht, ist die Einzelproduktion von Sondermaschinen für sehr spezielle Einsatzzwecke. Als letzten Fall haben wir dann noch die sogenannte Sonderproduktion, auf Englisch Purchase and Make to Order. Hierbei erfolgt sogar die Beschaffung zusätzlich zur Fertigung und Montage auftragsgetrieben. Und somit haben wir einen OPP, der komplett links von der Produktionskette liegt. Und diese Ausprägungsform liegt vor, wenn die Anforderungen des Kundenauftrags es erforderlich machen, dass wir Einzelfertigungen unter Verwendung ungewöhnlicher Materialien herstellen. Das war mein Video zu den verschiedenen Ausprägungen der Auftragseindringtiefe. Danke fürs Zuschauen.